Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Ball. Im letzten Part haben wir die Graswelt abgeschlossen und die Eiswelt haben wir ja auch schon abgeschlossen, schon in den vorherigen Parts. Und deswegen fehlt uns nur noch die Wüstenwelt, die wollen wir in dem Part auch abschließen, wenn wir das schaffen, mal gucken. Und hier in der Welt wollen wir auf jeden Fall auch weitermachen, denn dort erstmal den Boss killen. Und das letzte Minispiel bei Toad machen mit den Kettenhunden, das will ich auch noch machen in dem Part. Können wir sogar gleich eigentlich schnell machen, wenn ich schon hier bin. Wir haben ja auch 33 blaue Münzen gerade, also mehr als genügend Versuche, um das eigentlich hinzukriegen, hoffe ich mal. Ich muss natürlich erstmal reintreffen, was offenbar die größere Schwierigkeit wieder mal darstellt. Also ich finde das echt sehr amüsant, dass bei diesem Spiel es oftmals schwieriger ist, an einen Ort hinzukommen, als dann diesen Ort zu schaffen. Das ist schon echt auch sehr interessant irgendwie. Okay, geschafft. So, der kostet auch nur eine Münze. Also wir haben 33 Versuche jetzt, diese Mission hier zu schaffen. Also wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann weiß ich nicht, dann keine Ahnung, begrabe ich mich. Nee, das werden wir jetzt doch wohl hoffentlich schaffen, oder? Doch, müssen wir schon. Auf jeden Fall wieder versuchen, möglichst lange die Yoshi-Eier zu behalten. Also sobald wir auch nur eines verlieren oder auch Mario verlieren, das ist natürlich dann doppelt und dreifach schlecht. Aber auch wenn wir ein Yoshi-Ei verlieren, schon relativ am Anfang haben wir eigentlich auch schon nahezu verloren. Also man muss die wirklich so lange behalten, alle wie irgend möglich. Und immer schon wieder nach oben smashen, um eben schön die Kettenhunde treffen zu können. So, nur noch zwei, okay. Und nur noch der da rechts oben, das kann man jetzt auf jeden Fall hinkriegen, aber ich kann jetzt natürlich auch den schlechter treffen, weil halt nur noch es ein Ziel ist, aber wir haben es geschafft, okay. Ja, so schwierig ist es gar nicht, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hol ihn doch einfach, irgendwer. Okay, danke. Puh. Gut, wenn wir das übrigens kaufen für 10 Münzen, kriegen wir einfach halt einen Bonuseffekt, denke ich mal, oder? Ich glaube schon, ja. Aber will ich jetzt mal nicht mir holen. Ne, passt schon. So, denn der Boss hier in dieser Welt, der wartet dort links oben. Dort links oben ist ja das Buhu-Haus. Und da ist ja eine 10er-Sterntür. Und durch die sind wir noch nie, noch kein einziges Mal durchgegangen bevor. Und das will ich jetzt tun, denn dort oben wartet dann eben der Boss dieser Welt auf uns. Aber es ist wirklich einfach nur Wahnsinn, wie schwierig es ist, da hinzukommen, wo man hinkommen will. Das ist echt heftig einfach nur. Nee, wieder nicht. Nee. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn mir das mal gelingen würde, dass ich aus der Drehung der Kanone da reinkommen würde. Und ich benutze sogar mein Yoshi-Ei, weil ich nicht runterfallen will. Das ist mir zu riskant jetzt, ehrlich gesagt. Ich mache mal das Yoshi-Ei wieder runter, damit es nicht im Weg ist. Ich wollte einfach nur die Röhre haben. Ist ein bisschen Verschwendung vielleicht, aber wir haben eh so viel Geld. Und man sollte die Items halt wirklich immer oft benutzen, weil man halt echt viele von denen immer bekommt. Das gibt's nicht. Nee, ich komme gleich. Ich werde jetzt gleich sterben. Passt auf. Ich schieße mir jetzt noch mal kurz nach oben, damit die Röhre wieder respawnt. Das gibt's einfach nicht. Das ist echt so schwierig, da hinzukommen, wo man hinkommen will. Das ist schon echt irgendwie echt heftig. Jetzt wäre ich vielleicht reingekommen, aber der Goomba war im Weg. So, jetzt? Na also, gar nicht mal so schwierig. Doch eigentlich schon, egal. So, da oben ist auf jeden Fall jetzt dann gleich der Boss, der auch gar nicht so einfach ist, glaube ich. Lass mal ein bisschen Achterbahn fahren hier. Juhu! Hui, und da ist er auch schon. Ein großer Buhu. Und der ist eigentlich ziemlich cool, denn immer wenn wir in ihn reingeraten, dann können wir ihn dann, weiß ich nicht, dann, wie nennt man das? Dann hat Mario so ein bisschen Spin und dreht sich dann so ein bisschen immer nach links irgendwie und so ganz, ganz unkontrollierbar. Was das Ganze auch ein bisschen schwierig machen kann, wenn man dann eben sehr einfach runterfallen kann. Da muss man schon aufpassen. Und das Ziel ist natürlich auch wieder, ihn irgendwie von hinten zu treffen, wenn er gerade wieder sichtbar ist. So, ja. Ja, es ist schwierig. Am besten wäre es auch, wenn ich ihn irgendwie umdrehen könnte oder so. Jetzt zum Beispiel, sehr schön, okay. Und ein letztes Mal noch, weil ich glaube, seine Verbesserung von Leben zu Leben ist, dass er sich schneller umdrehen kann und es deswegen eben nicht so einfach ist, oh Gott, ihn von hinten zu erwischen. Ja, und es ist echt schwierig, weil Mario so unkontrollierbar ist, wenn er sich hier so dicht gegendreht wie so ein Bekloppter. Okay, geschafft. So, nicht runterfallen jetzt. Nicht runterfallen. Sehr schön, okay. Und wir kriegen ihn. Gut, wunderbar. Haben wir erstmal alle Bosse, alle vier von den Hauptbossen platt gemacht. Wir können sehen, dass da die Statue jetzt wieder glitzert und wir sie wieder mit dem Schlüssel aktivieren können. Will ich einen Blitz behalten? Warte mal, was fehlt uns denn noch? Ein Blitz bringt jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Ich will das andere Item sogar haben. Ich habe ihn jetzt mal eingesetzt. Das ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, ja, aber ich will das andere Item haben. Also wenn es nicht gerade eine Röhre ist. Nee, Stern ist mir sogar, glaube ich, lieber. Ja, okay. Und zwar nämlich für die Wüstenmission, die uns ja auch noch fehlt. Denn in der Wüste, da fehlt uns ja noch die Mission mit den... Ah ne, da brauche ich ja einen Minipilz, stimmt, verdammt. Da fehlt uns ja noch die Mission mit den Schlangen, die wir auch nie geschafft haben, weil ich da auch immer zu dumm war. Da brauche ich einen Minipilz, stimmt, dann war der Stern jetzt doch rausgeworfen, leider. Aber ist nicht so schlimm, das passt schon.
Ich kann ihn ja einfach irgendwo anders benutzen, vielleicht, keine Ahnung. Ah, stimmt, das Yoshi muss ich auch nochmal an die Yoshi. Das Yoshi-Ding ist es, oh Gott, okay. Und ihr könnt schon sehen, hier am Anfang ist natürlich auch wieder eine Veränderung, nachdem wir einmal den Boss platt gemacht haben. Denn jetzt ist ja ein Lakitu, der immer ein paar Stachis in der Gegend rumwirft, aber ich glaube immer nur einen. Ich will jetzt erstmal da gerade nach oben, am besten, weil da will ich ja hin. Und, aber der Stachis ist jetzt echt irgendwie doof für den Mal. Aber der Lakitu wirft gleich wieder neue nach, denke ich mal. Na, natürlich treffe ich genau die Falschen, weißt du. Naja, ich lasse ihn wieder nach oben schießen. Also wenn man mal nicht das schafft, was man eigentlich schaffen will, ist es tatsächlich gar nicht verkehrt, sich nach oben schießen zu lassen. Weil dann wieder alles respawnt, weil die Röhre auch wieder da ist unten. Und da hat man da auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Chancen, das zu erreichen, was man erreichen will. So. Es wird erstmal jetzt... Ja, der Stachel ist jetzt ein bisschen sehr im Weg. Ja, ich wäre sogar fast nach oben gekommen, irgendwie. Ja, boah, wie der immer im Weg steht. Geh doch weg. Nein, geh doch jetzt mal weg da, du Idiot. Ach, Stachi, warum bist du im Weg? Ach Gott, ey. So, jetzt aber. Nee, jetzt ist der Pucki im Weg. Ja, ich wäre eh nicht hochgekommen. Aber es war auch genau in dem Moment wieder der Pucki im Weg. So, jetzt aber. Okay, wunderbar. Also ich muss die Pyramide nochmal... Echt? Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, man muss die Pyramide nochmal nach draußen lassen. Das ist ja interessant. Okay. Aber in der Eiswelt musste man den Froster zum Beispiel nicht nochmal auf die brüchige Stelle da schieben. Das ist ja komisch. Warum muss man das hier machen? Keine Ahnung. Ja, ich bin gerade wieder zu doof offenbar. Aber ich will jetzt erstmal die Pyramide, wie gesagt, rausholen. Und dann in der Pyramide von einem Toad mir einen Minipilz geben lassen. Und dann eben diese Schlangen-Challenge da versuchen. Aber das wird... Ach komm. Das wird bestimmt auch nicht ganz so einfach werden. Ich meine, wir haben beim letzten Mal, nicht beim letzten Mal, aber halt bei einem der vorherigen Parts da schon gefailt und das nicht wirklich hinbekommen. Und danach halt dann noch die Mission mit den roten Münzen hinkriegen. Also in dem Part wird auch wieder für genügend Fails auf jeden Fall gesorgt sein. Da könnt ihr euch definitiv drauf verlassen. So, ich glaube, der Toad, den rechts, den kann ich leichter erwischen, weil der da links irgendwie so hinter ein paar Säulen versteckt ist oder so. Deswegen will ich auf jeden Fall den rechten nehmen. Und das habe ich auch perfekt geschafft, wie wir hier mal wieder sehen können. Aber vielleicht komme ich ja trotzdem zu ihm hin. Komme ich sehr schön. So. Minipilz. Wunderbar. Und dann das jetzt mit den Schlangen versuchen. Das wird auch wieder böse werden. Jetzt erstmal aufhalten kurz. So, bitte reintreffen. Danke. So, da oben ist ja, glaube ich, ein Stern drin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und den will ich auch ganz gerne haben. Weil ein Stern hier nämlich schon sehr nützlich ist auf jeden Fall gegen die Schlangen, weil ich halt dann nicht zurückgedrängt werde von ihnen. Also ein Stern mag jetzt hier im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlau erscheinen, weil ich halt die Schlangen eh mit einem Schlag killen kann. Und deswegen bringt einem ein Stern eigentlich nichts, könnte man denken, aber doch bringt er schon. Denn ein Stern bewirkt halt eben auch, dass ich nicht zurückgeschleudert werde von den Viechern. Und das hat auch enorme Vorteile, weil ich dann eben viel mehr... Ach so, okay, das blitzt dann, okay. Weil ich dann eben Mario viel mehr unter Kontrolle habe und deswegen nicht so leicht Gefahr laufe zu sterben. Ja, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ich will die am besten eigentlich nicht von unten her treffen, sondern von oben her. Weil wenn ich sie von unten treffe, dann kann es leicht sein, dass ich da nach unten hin abpralle und dann genau in die Lücke falle. Ich benutze jetzt auch mal... Nein! Warum falle ich da denn immer runter, Mann? Ich wollte gerade einen Blitz benutzen und Hammer auch benutzen, dann habe ich irgendwie die Kontrolle wieder verloren und... Oh, Mann, das ist echt doof mit den Schlangen. Hey, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Warum ich? Warum ich? Nein, jetzt... Okay, ich hab's nicht ausgelöst. Sehr schön, ich habe zu wenig Geschwindigkeit gehabt. Ich will einfach nur da rechts rein. Mario, bitte. Geh da rein, danke. So, den Tor kann ich nämlich ein bisschen einfacher treffen als den anderen. Denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Ja, Moment. Warte. Nein. Ja, so auch nicht. Fast. Jetzt aber, okay. Hat der auch einen Mini-Pilz überhaupt? Ja, sie haben dieselben Sachen, okay. So, noch ein weiterer Versuch. Mann. Also das mit den Schlangen, das ist echt nervig. Ich weiß nicht genau, wie viele von denen man... Ja, shit. Wie viele von denen man killen muss, aber es sind schon einige auf jeden Fall. Nein, bitte. Fall nicht rein. Auch nicht runterfallen. Nein. Ach, Mario. Also er wird auch nach einer Zeit wieder groß. Das hält nicht unendlich lange an. Nein. Kann ich jetzt bitte treffen? Mario, bitte. Danke. Okay. Jetzt haben wir jetzt auch kein Item mehr. Wir müssen jetzt das komplett ohne Item schaffen. Das ist halt das Problem bei dieser Mission hier, dass man hier eben ohne Item spielen muss. Es sind hier keine Items erlaubt, denn man braucht ja einen Mini-Pilz, um hier überhaupt reinzukommen. Ein weiteres Item hat man nicht, außer dem Blitz vielleicht, aber der bringt jetzt auch nicht so viel, muss ich zugeben. Also ein Stern wäre hier echt richtig genial. Auch ein Yoshi-Ei wäre cool.
Und auch eine extra Röhre wäre tatsächlich schön, weil ich dann ein bisschen länger überleben könnte. Eine extra Röhre wäre sogar hier richtig episch. Also genauso gut wie ein Yoshi. Ja, genauso gut nicht, aber halt fast ähnlich gut sogar wie ein Yoshi-Ei wäre hier eine extra Röhre tatsächlich. Die hätte ich echt gerne, obwohl die eigentlich ansonsten immer ziemlicher Müll ist. Aber hier wäre die echt total brauchbar. Aber nee, ich habe hier halt leider gar nichts. Also ist sogar die Röhre, glaube ich, sinnvoller als ein Blitz, weil ich meine, mit dem Blitz kann ich halt einfach 6 von den Viechern töten. Aber das bringt mir jetzt auch nicht, oh Gott, auch nicht so arg wieder bei meiner Röhre, kann ich halt viel länger überleben dann. Nein, nicht runterfallen, Mario, pass auf. Nein, 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 oh Gott, oh Gott. Ich war eigentlich schon wieder unten, ich habe mich schon wieder unten gesehen. Oh mein Gott, oh, ich hasse es so sehr. Bitte, ich will nicht nochmal mir einen Minipilz holen müssen und dann das alles nochmal neu machen müssen, ich habe da keinen Bock mehr, bitte. Das sind einfach so viele Schlangen auch, die man killen muss, ne, das ist halt auch echt doof. Ja, es kommt immer wieder neue. Also irgendwann, wenn mal keine neue mehr nachkommt und nur noch 5 da sind, dann wissen wir, dann sind wir gleich fertig. Dann müssen wir halt nur noch die 5 killen, die noch da sind. Ist auch völlig egal, wie lange man braucht. Es ist einfach halt eine bestimmte Anzahl von denen, die man halt killen muss. Und man kann sich wirklich so lange Zeit lassen, wie man will. Was ich auch hier gerade tue. Mir merkt, dass ich eher auf Vorsicht spiele, als jetzt einfach irgendwie da immer in die Reihen zu bashen. Weil ich halt dann viel zu hohe Gefahr laufe, dass ich dann runterfalle. Aber es will nicht aufhören. Es sind halt echt verdammt viele von den Viechern, das muss man halt schon sagen. Ich treffe auch immer nur eine zu einem Zeitpunkt, aber jetzt kommen keine mehr nach. Okay, die letzten 4 jetzt, okay. Die letzten 4. So, bitte jetzt nichts mehr verkacken. Bitte, bitte, bitte. Ja. Okay, da kann ich eine treffen wieder, wunderbar. Und da treffe ich auch wieder eine, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. 2 noch. Also das können wir jetzt eigentlich nicht mehr verlieren. Ich meine, die greifen ja auch nicht wirklich an. Die laufen einfach nur in der Gegend rum. Also das kann ich jetzt eigentlich fast gar nicht mehr verlieren. Ich meine, ich kann schon. Vor allem, ich kann das... Ich könnte gerade wieder sowas von irgendwas kaputt machen. Wirklich. Ich könnte sowas von irgendwas kaputt machen. Das kann einfach nicht wahr sein. Das, was jetzt gerade passiert ist, das kann nicht wahr sein. Wirklich. Nee. Da pralle ich in so einem absolut beschissenen Winkel von diesem Drecksviech ab, vom letzten wohlgemerkt, dass ich wieder runterfalle. Das ist echt sowas von unendlich frustrierend einfach nur. Wenn man es eigentlich schon geschafft hat und der Stern sogar schon spawnt und man dann nochmal neu starten muss, weil man dann noch runterfällt. Es gibt nichts Frustrierenderes in diesem Spiel. Das ist einfach nur ein kompletter Scheiß. Wirklich. Boah, wie ich mich gerade aufregen könnte. Wie ich mich gerade aufregen könnte. Das kann einfach nicht wahr sein. Bei der allerletzten, ne, da pralle ich in so einem Winkel ab, dass ich da nach unten falle. Vielleicht hätte ich den linke Flipper-Ding jetzt aktivieren sollen. Vielleicht hätte Mario dann überlebt, aber ich dachte, er würde schon noch ein bisschen weiter nach rechts fliegen, sodass ich ihn mit dem rechten noch treffen könnte und wieder nach oben locken könnte. Aber nee, er war dann tot. Und ich muss nochmal neu starten. Ja, toll, oder? Ah, Mann, ey. Also irgendwie ist dieses... Also das Spiel ist ja echt cool. Ich habe ja nichts gegen das Spiel, wie gesagt. Denn ich mag es ja sehr gerne. Weil es halt eben nur so ein kleines Spiel für zwischendurch ist. Und wenn man halt mal irgendwie an einem Nachmittag Langeweile hat oder so, man es mal... Oh Gott. Man es mal einfach so zocken kann. Einfach so rausholen kann. Ein bisschen hier flippern in der Gegend. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Aber es ist irgendwie nicht wirklich geeignet... Oh Gott. Geeignet für ein Let's Play, muss ich sagen. Das ist schon, das merkt man schon. Weil es einfach ein bisschen zu frustrierend ist und halt auch nervig. Und man nicht wirklich dahin kommt, wo man eigentlich hin will. Und irgendwann beim Let's Play soll es halt schon eigentlich relativ schnell alles vorangehen. Und man soll nicht zu lange an einer Stelle hängen, weil es dann langweilig ist für den Zuschauer, was ich auch verstehen kann. Und deswegen... Ja, irgendwie als Let's Play geeignet ist das Spiel jetzt nicht ganz so hundertprozentig. Das muss ich, Nee, Leute, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich mach jetzt gleich irgendwas kaputt. Wirklich. Ich hab absolut keine Lust mehr gerade. Mir ist gerade sowas von die Lust an diesem Spiel vergangen. Nee. Ich könnte wirklich. Das kann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Will ich zuerst was anderes machen jetzt? Ich weiß nicht genau. Will ich zuerst das mit den roten Münzen machen? Ich will schon zuerst eigentlich das mit den Schlangen noch hinkriegen. Ich werde es noch einmal probieren, wenn wir es wieder nicht schaffen. Dann werde ich das auch reinschneiden müssen. Also, dass ich sowas reinschneiden muss, das hätte ich auch echt nicht gedacht. Weil die Mission nämlich nicht so schwierig ist eigentlich. Aber ihr seht ja, dass irgendwie ich vom Pech verfolgt bin. Und das einfach hier nicht klappen will. Keine Ahnung. Ja, shit. Das ist einfach nur ein schlechter Witz. Und vor allem, das waren gerade eben auch schon wieder die letzten 3 oder 4 oder sowas. Und natürlich klappt es trotzdem wieder nicht. Das ist auch wieder so typisch. Ja, der Part ist ja echt schon wieder super. Ich glaube, bisher hatten wir... Das ist ja der... Wie viele Part ist das hier? Ich glaube, der 6.
Ich glaube, ungefähr die Hälfte der Parts waren so komplette Fail-Parts, wo wir einfach nichts hinbekommen haben. Die andere Hälfte, die ging, also zum Beispiel im ersten und im zweiten Part, also ich glaube, nach dem zweiten Part hatten wir irgendwie, ich glaube, 11 Sterne oder so. Also da sind wir echt ziemlich gut abgegangen. Da lief noch alles super. Und dann irgendwie ab dem dritten Part, da klappte dann so ungefähr gar nichts mehr. Ja. Oh Mann, nee, oder? Nee, warte mal, ich glaube, das ist sogar schon der siebte Part, der hier, oder? Ich glaube schon. Ja, doch, der siebte ist, genau, stimmt. Das heißt, ja, so ungefähr mehr als die Hälfte, also, ja, wahrscheinlich 4 Parts waren Fail-Parts und 3 waren ganz okay. Also mehr als die Hälfte der Parts waren komplette Fails, wo wir immer nur 2 Sterne oder so geholt haben, was einfach nichts ist. Weil die Missionen ja eigentlich echt nicht lange dauern an sich, aber man sie halt 1000 Mal machen muss, weil sie so schwierig sind teilweise und so nervig. Ja, also irgendwie das Let's Play ist auch ein bisschen Fail, tut mir leid, aber wenn ihr so ein komplettes Fail-Projekt sehen wollt, wo ich einfach nur am rumnörgeln bin und die ganze Zeit ausraste, dann ist das hier eigentlich schon ziemlich perfekt. Ah, Mann ey, so, kriegen wir es jetzt vielleicht hin oder muss ich das tatsächlich auch wieder reinschneiden? Ich hoffe es und bete nicht darum, aber es könnte halt wie gesagt passieren. Es ist halt schon echt scheiße, dass man hier kein Item mitnehmen kann, das einen irgendwie unterstützen könnte. Aber jetzt treffe ich gerade ziemlich viele mit Combo-mäßig und die letzten 4 wieder mal. Ja, ich werde eh gleich wieder sterben, das kennen wir ja inzwischen, dass bei den letzten paar ich dann noch abkratzen werde, weil ich wieder doof wegfalle, also in einem doofen Winkel wegspringe von denen oder so. Das ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. So, das letzte Viech noch. Oh Gott, Mario, bitte, okay. So, bitte, 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 danke. Mann, ey, ist das ein Schwachsinn. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das für diesen Part von Let's Play Super Mario Ball. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, aus irgendeinem Grund. Wenn ja, könnt ihr noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir auch hier in der Wüste die Rote Münzen Mission starten werden. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.